Ja, in diesem Video geht es um den Matrixplan. Der Matrixplan ist aus meiner Sicht einer der unattraktivsten Pläne im Network Marketing. Der wesentliche Unterschied zum Unilevel-Plan ist der, beim Unilevel-Plan bist du ja auf, ich sag mal, verschiedene Ebenen begrenzt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel 5 Ebenen hast, auf die du vergütet wirst, dann ist alles, was danach, was du danach aufbaust, ja, oder was sich danach entwickelt und dort umgesetzt wird, da partizipierst du finanziell nicht mehr dran. Du bist aber in die Breite auch nicht begrenzt. Ja, das heißt, du kannst hier so viele Linien anbauen, wie du möchtest. So, und der Matrixplan hingegen, ja, da ist das Problem, wenn du jetzt hier der Sponsor bist, dann bist du begrenzt sowohl auf die Breite als auch in die Tiefe. Und da siehst du schon, wie uninteressant eigentlich der Plan ist, ja, weil wer lässt sich denn gern in die Breite und in die Tiefe begrenzen? Es gibt hier in diesem Bild haben wir jetzt eine sogenannte Zweiermatrix, das heißt, du kannst maximal 2 Personen Firstline sponsern. Alle weiteren Personen, die du sponserst, die würden dann eben halt unterhalb in der Matrix platziert werden, eben bis die nächste Ebene voll ist, dann bis die übernächste voll ist und so weiter. Und genau, und das ist halt eben das Problem dieses Plans. Es gibt auch eine Dreiermatrix, eine Vierermatrix, ja, Fünfermatrix musst du dann einfach schauen, wenn das Ganze mal auf dich zukommt, ob wie der Plan dann im Einzelnen aussieht. Wichtig ist hier, dass du dir einfach merkst, dass du in der Breite sowohl in der Tiefe begrenzt bist. Ja, und das macht aus meiner Sicht finanziell und karrieretechnisch den Plan halt super uninteressant. Ist wahrscheinlich auch mit der Grund, warum der relativ selten, warum man den relativ selten findet. Ja, der Plan hat aber auch eine Besonderheit, und zwar ist es der einzigste Plan, der mir jetzt bekannt ist, wo es zumindest theoretisch möglich wäre, dass zum Beispiel ein Partner, der hier anfängt, zum Beispiel, dass der ohne eigenes Zutun oder ohne einen Partner zum Beispiel selbst Firstline zu sponsern, dass der theoretisch auch Einkommen erzielen kann ohne eigenes Zutun. Ja. Der Vorteil von dem Plan ist ganz einfach, dass, dass neue Partner halt eine zusätzliche Unterstützung bekommen, ja, weil sie eben halt von der Upline oder von allen Menschen, die oben drüber sind, quasi Spillover erhalten. Ja. Das führt natürlich zu einer höheren Motivation. Und wie gesagt, ist es theoretisch halt sogar auch möglich, dass ein Partner theoretisch auch ohne eigenes Zutun sogar Provisionen erzielen könnte. Ja. Allerdings, da sind wir jetzt dann auch schon bei den Nachteilen, weil viele Vorteile sehe ich persönlich in dem Plan nicht. Ja. Die Nachteile sind, dass dieser Plan in der Regel halt auch schwache Partner dann einfach nur anzieht, weil liegt ja eigentlich auch in der Natur der Sache. Zum einen eine Person oder ein Mensch, die sich seiner Stärken bewusst ist, die was Großes aufbauen will, die wird sich weder in die Breite, ja, noch in die Tiefe begrenzen lassen wollen. Ja, das ist mal das eine. Das Einkommen ist natürlich auch stark begrenzt. Wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel die Zweiermatrix nehme, dann hast du maximal 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Leute jetzt in diesem Beispiel, an denen du finanziell partizipieren kannst. Wenn du jetzt, sagen wir mal, pro Kopf, nehmen wir einfach mal Einfachheit halber 100 Euro verdienen kannst, dann wäre das 100 mal 30 Leute, und dann weißt du, was dein Verdienst ist. Dann wärst du jetzt hier in dem Beispiel bei 3.000 Euro gedeckelt. Ja? Natürlich gibt es dann, natürlich versuchen dann manche Unternehmen da auch noch gewisse Boni mit reinzubringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Jemand, der wirklich was Großes und Langfristiges aufbauen will, für den ist der Plan in der Regel uninteressant. Ich hatte vorhin angesprochen, dass es theoretisch möglich wäre, sogar ohne eigenes Zutun Einnahmen zu erhalten. Ja, das wäre theoretisch möglich. Allerdings muss man das auch ganz klar sagen, ich kenne keinen erfolgreichen Menschen, der ohne eigenes Engagement, ohne eigenes Zutun, ohne eigene Teampartner aufzubauen im Network Marketing langfristig jemals erfolgreich gewesen wäre. Ja, so, also das ist im Prinzip der Matrixplan, wie er funktioniert, worauf du achten musst, und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.